Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Oh. Ich habe es überall gesucht. Danke, Luis. Ach, Leon. Nichts zu danken, Liebes. Was soll ich ohne dich nur machen? Neuen Hund holen. Okay, das klingt jetzt herzlos. Hier, das ist wenigstens noch schön isoliert mit so einem Meter, zwei Meter dicken Wänden. Da hat sich noch keiner Gedanken um irgendwelche Heizungen gemacht. Da war das scheißegal. Da hat man Kamin gehabt. Mit Holz. Mit richtig Holz vor den Hütten. Was Amicia nicht hat, wenn wir mal so gucken. So ein bisschen flach, aber gut, ich weiß nicht, wie alt sie ist. Gehen wir mal hinein. In der Tat. Das klingt immer so wohl ausgedrückt. So in der Tat. Wieso muss ich bei ihr eigentlich so an hier Prinzessin Fantagiro denken? Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Tja, ja, Pech gehabt, jetzt bin ich da. Etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ja. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Haben wir gerade zu tun, denn die freundliche Garnison kommt gerade rein, aber zufällig. Es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Ist mein Bruder was? Überhaupt? Warum? Was geschieht Schließ hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum, aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Wir nehmen jetzt ein Schwert und hauen Adel. Wir kriegen gar kein Schwert in diesem Spiel. So viel kann ich ja schon mal sagen. Zumindest habe ich gehört, dass wir hier kein so... All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Wo ist dieser Furz überhaupt? Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Hä? Wo ist er? Hugo? Hugo. Nicht Hugo, sondern Hugo. Was ist das denn? Achso, ich dachte, das konnte ich anklicken. Wo ist der kleine Scheißer? Hallo, bin deine Schwester. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hi. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Sie soll doch die Fenster nicht öffnen. Oh. Hat er gesungen? Paar schicke Stiefel. Nein, Senior Nicolas. Er hat zwei Männer getötet. Darth Vader. Wo ist er? Wo ist wer? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Ausgewandert. Tot im Altenheim. Ist das Spiel von Ubisoft? Nein, Fokus im Azob. Ist das Mama? Nein, du bleibst da. Ich hab die Vibration an. Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie ihn versteckt? Los, jetzt. Wo ist Mama? Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Lass ihn in Ruhe. Halt die Klappe. Er gehört der Inquisition. Inquisition? Gabriel, Amicia. Genau. Nein. Lea. Hört auf. Nein. Das wird dich lehren. Nein. Hugo ist nicht hier. Hey, du. Komm schon. Ich sag es nicht noch einmal. Also, wo ist Hugo Derun? Na, Gewalt gegen Frauen hier. Was soll das? Müssen die ganz... Amicia, was ist hier los? Halt die Schnauze! Ich muss Mutter finden. Wir sind Ritter, die alles umnieten. Und du
babbelst hier rum. Oh mein Gott, Luis. Ist dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Autsch. Bitte. Ich bleib erstmal hier sitzen. Alter, denke ich, aber wir müssen weiter. Aber keine Sorge. Nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Gut, lass sehen, ob du da irgendwas versteckst. Hier ist nichts. Madame de Roux muss ihre Notizen hier aufbewahrt haben. Nein, nein. Ich weiß nicht, nein, wohin. Amicia. Wir müssen weitergehen. Sag schon, muss ich dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu. Das ist der Wäschemann. Das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Wir gehen einfach weiter. Wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Madame Beatrice ist ein guter Mensch. Hat er damit nicht eigentlich sein Todesurteil unterschrieben? Vor allem, was sind das für... Sind das die Briten? Ich glaube, ich bin in einer Sackgasse. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Das ist das Schlimme dabei. I don't know. Ah. Ich mach auf die Tür. Psch, ui. Wen haben wir denn da? Niemanden. Wo wollt ihr zwei denn hin? Toilette. Dong. Knockout. KO. Round one. Oh, Kinder. Fatality. Hallo, was mit deiner Tochter? Ah, ich wollte schon gerade sagen hier. Was geschieht hier? Nicht viel, siehst du doch. Alles wird gut, hört ihr? Kommt mit mir. Alles wird gut. Ich randaliere hier gerade selbst ein bisschen rum. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Ei, ei. Ei, ei, gut gekleidete Chefin. Ich muss wir aber jetzt keine... Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder. Hugo alleine lässt Greta in Panik und macht die Gegner auf mich aufmerksam. Ja. Wachen, versperrt die Ausgänge. Niemand darf hier neben raus. Sie sind überall. Vertrauen. Das heißt, wenn wir den kleinen Scheißer... Da können sie uns nicht sehen. ...alleine lassen... Wartet. Mama! ...dreht er nur durch. Also sprich am besten ihn gar nicht erst alleine lassen. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Hm? Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht. Hat geklappt. Er greift. Alles erzählt, ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst! War das nicht gerade der Sprecher von Jim Carrey? Hör zu, ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du, stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastard! Na. Feigling! Wortwahl! Hör auf! Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm! Ich helfe dir hoch. In Ordnung. Na gut. Hoch mit dir, Scheißerchen. Ja. Freund der Inquisition. Obwohl wir Jungs und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo hat das gerade bei mir geklingelt? Vorsicht! Sie sehen uns! Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziehe, eine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Ja, ich gucke nur gerade, ob es bei mir geläutet hat. Eine Sekunde. Danach stelle ich die Klinge wieder ab. So, ich bitte um Entschuldigung, das war jemand, der zur Hausverwaltung wollte. Ah, bin ich aber der falsche Ansprechpartner. Egal. Ich habe ja nicht mal Steine. Das ist ein Problem. Ah. Was war das für ein Geräusch? Das war das Geräusch deines Untergangs. Es waren Vögel. Mein Kopf.
Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Er ist die rechte Hand des Großen. Ich hab... komme gleich wieder. Komm lebend wieder, wir brauchen dich hier. Komm lebend wieder, er geht nur 3 Meter weiter. So, er sieht ihn eigentlich auch permanent. Wir kommen nicht weiter, Mutter. Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Wie kann ich denn einen Topf werfen? Mann, ich weiß doch, wie ihr gesehen seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Dieses Geräusch, das sehe ich mir besser an. Ja, mach das. Das Witzige ist, dass die erst ihren Satz beenden und dann loslatschen, anstatt loszulatschen und... Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein, nein. Halt meine Hand gut fest. Der Bruder geht mir jetzt schon auf den Keks. Von der anderen Seite verschlossen. Hugo. Da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Das wäre nett. Was liegt dahinter? Boah, soll ich das wissen? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Oh, beeil dich, du Bu. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Ja, wir sollten... Gnade! Mutter vorlassen. Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Ist das ein Scharfschütze? Oh. Der hat eine Latüchte. Kommt mit. Da hat sich was bewegt, glaube ich. Folgt mir. Ja, durch. Wieso geht denn das jetzt nicht? Ey! Achso, ich muss erst wieder kriechen, oder was? Mach nichts. Jetzt. Scheißerchen. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los? Der Bruder, der geht mir jetzt schon so ein bisschen auf den Keks. Meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen, mein Kopf. Ja, du hast Kopfschmerzen. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Was für eine Wolke? Ein, aus. So ist es gut. Langsam. Mutter, wir müssen weiter. Ja. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Oh Mann, der Kleine wird uns noch ein Klotz am Bein sein. Du kannst herkommen. Ich komme. Also, ich sag... Wo ist denn jetzt Mutti? Da. So geht das. Danke. Danke. Oh Mann. Die Mutti ist da. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber seid vorsichtig. Da drüben. Hey, halt! Schön hier bleiben. Ich bin gar nicht da. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ah, da habt ihr euch. Autsch. Yeah, we are game over. Amicia ist gestorben. God damn it. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Richtig. Wie war das hier? Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Was war denn? Ich muss Ihnen Bescheid geben. Psst, kommt her. Wir kommen.
gemacht. So. Gut, dass wir noch einen Topf hatten. Sneaky, sneaky on my peaky. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Stimmt. Mein jetzt nochmal das Waffenrad. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Und was zur Hölle war das? Das war der Untergang. Kann ich dem nicht einfach einen Topf an den Kopf werfen? Los! Ja, warte, bis er sich wegdreht. Jetzt! Hab ich doch gesagt. Ich sollte die Mutti vorlassen. Oh, ihr lebt! Hier entlang! Hier entlang! Folgt mir! Hallo, Robin Hood. Ein Assassine! Kommt er nicht mit? Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell! Er sagt, regnet schon die ganze Zeit und jetzt macht er sich Gedanken darum, dass seine Frisur nass wird. Oh oh. Der dunkle Imperator. Sie kommen. Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja. Verhalf mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist doch. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Wir brauchen sie sogar sehr. Da ist halt der dunkle Imperator. Kreuzhelm. Schnell jetzt. Folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Schrei doch noch lauter. Der kleine Junge... Komm mit. Schnell. Der wird mich noch nerven, ich wette darum. Tötet die Schwester, den Jungen brauchen wir Soldaten! Hier lang! Was ist los? Wo ist Mama? Sie kommt die Meter nach! Uiuiuiui! Ui. So schnell wie kann! Seid vorsichtig, verflucht zu den Kindern! Mon Dieu! Sie sind direkt hinter uns! Okay, wir laufen einfach hier lang. Ich glaube, es gibt Regen. Die Pfeile fliegen tief. Amicia, wir müssen zu Oma und Mama suchen. Nee, keine Zeit für Mama jetzt. Oh, Mann. Was ist denn hier los? Er hat den Tremors oder was? Das ist mir gerade vollkommen banane, was hier im Boden ist. Nein, wir müssen sie loswerden. Wir müssen hier ganz dringend weg. In Fluss. Zum Fluss. Tief Luft holen. Springen. Hurra.